Wir sind auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, leider mussten wir die andere Map abbrechen, weil diese Map viele Fehler hatte und uns nichts gegeben hat zum Verkaufen. Hallo Basti. Hallo, ja, die Map war Müll. Die war nicht gut, nee. Wie gesagt, also wir haben jetzt uns eine andere rausgesucht und wir sind jetzt erstmal zufrieden hier mit der. Ja, wir hatten gleich alles, wir haben auch gleich ein Feld. Die ist auch schön groß, wie man hier auf meiner Karte so schön sehen kann. Die grünen Felder sind schon alles voller Rasen, wie ich hier schon mitgekriegt habe. Ja, ein paar Macken hat das noch, wie man sieht. Ja. Aber es ist, hat alles, was man eigentlich braucht. Ja. Nur kein Geld. Genau. Und hier könnten wir Zwiebeln, Karotten lagern, Tomaten, Gurken sogar. Ja, was haben wir hier noch? Weißkohl, Rotkohl, also alles vertreten, was man in der alten Map nicht hatten. Und ja, wir haben sogar eine eingebaute Waage hier. Könnten wir sogar uns noch wiegen lassen, wie viel wir drauf haben. Und wir haben eine Burg. Ja, eine Burg haben wir natürlich auch hier. Könnten wir ja theoretisch mal rumfahren, wenn ich hier rauskommen würde. Geht hier die Schranke auf? Geht sie nicht auf? Ja, sie geht auf. Ja, jetzt müssen wir erstmal unseren Basti suchen hier. Ja, du fährst ja die ganze Zeit kreuz und quer. Ja, ich war ja gerade drin hier, wo wir das Zeug abladen. Und ja, wie man schon sieht, haben wir hier ein bisschen schön ein Feld angefangen mit Mais. Und es dauert jetzt eine kleine Weile, bis das alles so fertig ist. Und der ist erstmal eine Weile beschäftigt. Ja. Und wie man schon hier hinten im Hintergrund sieht, also es ist eine Burg hier, ein Schloss, also es ist ein Burghausen, kann ich schon mal sagen. Und ja, Felder, Genüge. Wie gesagt, wir haben schon ein Feld geschenkt gekriegt, das war sehr, sehr nett. Und ja, gerade wenn man kein Geld hat. Ja, und ziemlich viele Maschinen. Ja, das war der Vorteil bei dieser Map, die wir haben. Wir hatten gleich alle Maschinen, Trecker, alles was wir brauchen eigentlich für die Grundversorgung, haben wir schon alles hier auf dem Hof gehabt. Sogar ein Kreisverkehr ist hier. Ja, noch kein Geld. Ja, na gut, das Geld kann man sich erwirtschaften hier. Ich glaube, wir haben 1000 oder was sagtest du? Ja, ne, ich habe gerade, jetzt habe ich 6000. Warum? Und finde ich eigentlich ganz cool gemacht, der Kreisverkehr, also ist mal was anderes. Und ja. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal hier die Burg an. Machen wir mal einen kleinen Ausflug hier. Unser sogar Feld Verkehrsschilder. Ja, das ist hier umgeknickt. Ist bestimmt jemand dran gefahren. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt. Ja, wir können sogar mit einem Traktor hier reinfahren. Hier vorne ist Little. Und ja. Also ist ziemlich schön gemacht hier mit den alten Häusern. Ja. Und Mittelalter Gebäude und neumodischer Lidl, ja. Ja gut, aber das hast du in der Realität, oder? Das ist so ein Zebrastreifen. Hier können wir sogar Eier hinbringen. Ich sagte dort, können wir irgendwas verkaufen. Und ja, werden wir mal gleich mal auf die Burg hier hinten gucken. Also sehr, sehr nett gemacht, kann ich mich nicht beklagen und... Ja, auf jeden Fall wird das dann wahrscheinlich die Map sein, die wir jetzt weiter bearbeiten werden. Weil wir haben alles Mögliche versucht, das klappte irgendwie gar nichts. Nee, das stimmt. Also die mit der Map werden wir jetzt hier weiterarbeiten. Und leider ging die andere nicht. Ich werde jetzt mal hier aussteigen und werde jetzt mal hier hochlaufen. Weil mit dem Traktor kommen wir ja nicht so günstig hoch. Werden doch. Lass mich nur kurz den Kleinen holen. Und ja, jetzt sind wir hier auf der Burg und sieht sehr nett aus, kann man nicht sagen. Ja. Hier können wir sogar was hinbringen. Zur Gaststätte, denke ich mal. Wie wären wir doch mit Trecker reingekommen? Ja, na gut. Das wusste ich ja nicht. Ja, sehr nett, sehr nett. Kann man nicht meckern. Also hier ein paar Fähnchen. Oh, da hat man einen schönen Ausblick auf irgendein Silo. Oh,
Ich denke mal, von hier aus werden wir dann mit dem Anhänger irgendwann raufkommen, Ja. wenn wir was beliefern. Ja. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Also ich würde mal sagen, gehen wir mal zurück zum Ferrari. Und werden wir mal weiterfahren hier. Ja, ist schon schade gewesen, dass es mit der anderen Map nicht geklappt hat. Jedenfalls kamen wir damit nicht zurecht. Ja, da hast du recht, das war ein bisschen komisch aufgebaut. Keine Ahnung warum, aber wir konnten nichts verkaufen. Und das war ein bisschen schade. Was sind das hier für. Ja, da wollten wir auch den Anhänger voll machen, weil wir es verkaufen. Wie wisst ihr, wir waren pleite. Braucht ein bisschen Geld, aber irgendwie hat der Anhänger sich nicht gefüllt. Was ist das hier? Uff, sieht aus wie Militärgelände. Zum Beispiel, zumindest kann man hier irgendwas draufstellen. Aber was man hier machen kann, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann man da kaufen. Das könnte theoretisch möglich sein. Vielleicht werden wir irgendwann Gegenstände kaufen, dass sie hier landen. Das wäre eine Möglichkeit. So, da warten wir mal hier geradeaus weiterfahren und mal sehen, wie weitläufig hier diese Map ist. Also zum Beispiel könnte man hier auch noch ein paar Felder kaufen und bewirtschaften. Fahren wir mal gleich zu den komischen Silo hier hoch. Ey! Oder Raudi, du. So, angekommen hier. Gott. Aha. Hey Gold, wie viele Tonnen wiegen wir denn? Hier ist auch eine Waage. Ja. Gesamt, ja. Achtung, Messung der Fahrzeuge nicht bewegen. Kannst fahren. Das grün. Ja, von mir zeigt er 0,00 an. 8 Tonnen hat er angezeigt. Wo? Bei der ersten Messung hat er 8 Tonnen angezeigt. Aber da wiegt man 8 Tonnen. Ganz schön leicht. Meiner wiegt, nee, nicht 8 Tonnen, 6,3 circa. Ups, Entschuldigung. Da bin ich gerade durchs Mikro gekommen. So, also hier haben wir dann noch Abstellfläche. Ja, wofür? Ja, fürs Gras, das schätze ich mal. Hier unten ist eine Biogasanlage. Nicht schlecht, Herr Specht. So, auf der anderen Seite fahren wir wieder raus. Sehr praktisch. Ja, wie gesagt, sehr, 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 sehr nett gemacht hier. Wie weitläufig diese Karte ist, weiß ich nicht. Ja, aber das werden wir herausfinden. Wird man mal gleich nochmal hier rechts rumfahren und dann Richtung Hof wieder. Was ist das hier drüben? Das sieht aus wie ein Knast, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die ja einen Knast da in der Ecke. Sind die Bäume da eingezäunt? Ne. Eingezäunte Bäume. Ja, sag grad, hinten ist ein Zaun. Ja, also hier haben wir Felder genug, genug, genug und Ja, und sehr, das sehr ist. übersichtlich, also muss ich echt sagen. Ja, ein paar Schreibfehler, ne? Hier, da. Ja, na gut. Manche Felder sind doppelt beschriftet, aber. So, und damit wären wir hier irgendwie bei der Gärtnerei, wo wir auch schon wieder was abladen können. Das ist Wahnsinn. Und hier können wir ein Darlehen aufnehmen, wenn wir wollen. So, da würde ich sagen, fahren wir gleich mal hier rein und hier drinnen liegt schon was rum, was wir vielleicht kaufen können oder so. Ich weiß es nicht. Verkauf von Mist und Gras. Gucke an. Oh, cool. Das hatte ich in den anderen Maps nicht, dass ich hier irgendwie Gras oder so kaufen könnte.
Verkauf von Gemüse. Aber wir haben so viel Gras, ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr kaufen. Ja, ne. Es wäre mal eine Variante, mal auszuprobieren. Außer du kaufst wieder 2000 Kühe. Ich bin ein Kuhbauer. Ja, ich sag ja nur, die erste Map, die wir gemacht haben, da hatten wir nur ungefähr, das hat nur keiner gesehen, 200 Kühe und Hier ungefähr oben stehen 30 zwei Hühner. Golfwagen auf dem Feld. Hier oben stehen zwei Golfwagen auf dem Feld. Schön. Auch sehr schön gemacht hier mit dem Berg hier. Ja, das ist nicht mal so schöne kleine Fläche. Ne? Jetzt haben die ein bisschen was eingebaut. Jetzt kommen wir zum Orgenhändler Händler hier. Holzhandel. Oh, können wir Bäume fällen? Weiß ich nicht, ob wir das hier können. Ich habe keine Gerätschaften dafür gesehen. Jedenfalls so nicht auf dem Hof. Ne? Gut, hier ist wahrscheinlich hier so eine Holzfabrik, ich weiß es nicht. Sägewerk. Und werfen wir jetzt mal hier den Feldweg nach vorne, das ergibt sich gerade mal so schön. Hier ist ein Naturschutzgebiet. Ja, ne, wir fahren durch, ne? Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Freie Fläche. Ja. Ja, gut. Mit dem Golfwagen. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt wieder Richtung Hof. Oh, Quell für Eilen. Ich bin ein ordentlicher Bauer. Ich auch. Ich nehme das Feld. Ich habe Traktor. Also wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Also die nächsten paar Stunden werden wir wohl wahrscheinlich hier verbringen. Hey, ich kann so einen Lieblingstraktor kaufen. Hier ergibt sich gerade mal, dass wir mal geradeaus fahren können. Dann werden wir das auch mal tun. Ja, wie man schon sieht, hier ein Haufen Felder, wieder Haufen Arbeit. Ja, da könnten wir auch mehrere Leute theoretisch gebrauchen. Theoretisch ja. Weil die Felder sind teilweise echt riesig. Man sieht's. Rechts. Links. Alles voll. Ja, Freunde, wenn ihr Lust habt, hier ein bisschen mitzumachen, dann könnt ihr uns das also unten in Kommentare reinschreiben. Aber nur wenn ihr wollt. So, wo komme ich jetzt hier hin? Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder in eine Stadt hier mit einer Waschanlage. Wir müssen uns gleich rechts halten, wenn wir wieder zurück auf den Hof wollen. Ja, dann fahren wir jetzt mal rechts. Und. Miau. Wir haben nur noch 1 Minute und 20. Ja, ne, das passt. Das passt richtig gut. Na? Ob wir jetzt genau auf den Hof kommen, weiß ich nicht, aber wir werden dann hier enden. Ja, ich sehe schon. Beim Edeka. Wir müssen auf der Hinterseite sein. Ja, ne, das schicke ich ein paar Mal noch. So, fahren wir gleich hier rein. Hier können wir zum Beispiel, wenn wir irgendwas kaufen, können wir das hier abholen, das passt. Das muss gleich wissen. Wir werden hier vorne bei der Waschanlage Schluss machen. Und ja. Ich wollte mal eben die Nachbarn besuchen. Basti fährt in der Waschanlage, ich fahre hier zum Aussaugen. So, und ich verabschiede mich zumindest schon mal von euch. Ja, das war der erste Part hier für unsere neue Map Burghausen und wir sehen uns dann in den nächsten paar Stunden hier wieder. Das stimmt, mit einem frisch polierten Drecker, Mit dem wenn er mal angeht hier. frisch polierten Träger. Der macht mich ganz wirr mit seiner Spritze hier. So, na dann,
Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.